Wir sehen können. Ich habe sie viel mitgenommen. Hallo Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva. Ich hatte mal eine alte Challenge gemacht, die hieß so 24 Stunden nur Teddy essen. Das hat super viel Spaß gemacht. Es war so interessant zu filmen, weil ich meine, Teddy ist jetzt nicht in Lebensmittelgeschäft. Ja gesagt, so ein Euroladen könnte man das sagen. Ihr fandet es cool, ich fand es super cool. Also, wie war's, wir machen es einfach nochmal. Wir haben hier irgendwo einen Teddy, das weiß ich. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt da los shoppen. Eher gesagt, ich war schon shoppen. Deswegen bin ich jetzt auch schon anders angezogen. Aber erst, wie normal, habe ich eine Challenge für euch. Schafft es in 3 Sekunden, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zeigen. 1, 2, 3. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt mal Teddy in die Kommentare. Und jetzt geht's los. Okay, gut, es geht schon mal gut los. Zwar, die haben ja meinen Lieblings-Eistee, aber der Rest sieht erschreckend aus. Okay, gut, Chips kann ich immer mitnehmen. Aber wie soll ich bitteschön mit all den Sachen, die wir hier haben, so richtig normal essen? Okay, ich habe nochmal Limo gefunden, die liebe ich aber. Ob Mama mir jetzt erlaubt, diese Challenge zu machen, wenn sie überhaupt sieht, was ich alles eingekauft habe? Burger gefällig? Mehr Süßes. Immerhin habe ich noch Mineralwasser gefunden. Mein verzweifelter Blick. Erstmal checken, was so alles im Wagen ist. Jetzt hole ich mir noch mal eine Brotdose für die Schule. Ein süßes Glas habe ich auch gefunden. Guten Morgen. Ich bin zurück mit einer Kappe. Ich habe mehr eingekauft, als ich dachte. Warte, ich mache erstmal die Tür zu. Eine Tasche ist schön leicht und die andere. Ich habe da ein paar Dosen mitgenommen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ehrlich gesagt, das ist ein Workout. Ich habe nicht nur links mitgekauft, ich habe auch ein Workout mitgenommen. Wie ihr sehen könnt, ich habe sie viel mitgenommen. Also was ich wirklich morgen versuchen werde, ist fast nur alle Sachen vom Teddy zu benutzen. Wie nicht nur Sachen essen, auch wirklich auch Sachen machen, wie zum Beispiel malen. Da habe ich hier zum Beispiel Mandel da oder vielleicht, keine Ahnung, Federball spielen. Habe ich hier noch ein paar Federn. Das sind aber, ich nenne es immer Federn, weil die sehen aus wie Federn und ich habe Federball. Also so nenne ich sie halt. Und übrigens, du da, guck mal unten, ob der Abo-Button rot oder grau ist. Wenn er rot ist, warum hast du ihn noch nicht grau gemacht? Um ihn einfach grau zu machen, musst du mal draufklicken. Weil ich weiß, 80% von euch gucken meine Videos, aber sind nicht abonniert. Also ich würde mal empfehlen zu abonnieren. Ich meine, ich habe alles mitgenommen. Ich habe eine Bürste, Zahnpasta, irgendwo noch Zahnbürsten, eine Brotdose, Duschgel. Alles mitgenommen. Ich war überrascht, weil hauptsächlich haben wir nur süße Sachen und ich war so fröhlich. Ich habe nämlich Brot und Wasser gefunden. Also wenigstens kann ich so was halbwegs Normales durch den Tag essen. Aber Brot muss ich erstmal fertig machen, weil fertig ist einfach nicht. Und diesen Kuchen mache ich mir für die Schule morgen auch. Ich habe mich nicht nur von meinem alten Video inspirieren lassen, nein, auch von meinen Büchern. Meinem Backbuch, das gibt es jetzt überall im Handel. Und mein 100 Challenges Buch, das gibt es bald am 15. März. Und dann mache ich wirklich Dankeschön allen von euch. Weil ich finde es immer noch wirklich so crazy, dass wir beide einfach 2 Bücher machen können. Und dann mache ich wirklich Dankeschön allen von euch. Nur wegen dir, du da, kann ich 2 Bücher machen. Das ist einfach richtig krass. Ich bin so fröhlich. Ich meine, ich bin 10 und habe schon 2 Bücher. Das ist wirklich einfach super cool. Und so habe ich mein Buch gesehen. Ich habe ja so ein Sweetie Day gemacht. Und ich dachte, anstatt einfach ein Sweetie Day zu machen, machen wir ein Teddy Day. Eigentlich ist es ja fast ein Sweetie Day. Ich meine, guck das Essen an. Hier steht, dass der Sweetie Day so lange dauert, bis man nach was Gesundes fleht. Mal schauen, wie lange ich das aushalte. Mir ist gerade eingefallen. Eigentlich soll es ja eine 24-Stunden-Challenge sein, nicht eine Challenge, wie lange hält Ava aus. Wir gucken trotzdem mal, wie lange ich das aushalte. Vielleicht 24 Stunden. Die Sachen packe ich jetzt erstmal in die Spülmaschine, weil die brauche ich ja auch noch für morgen. Und jetzt packe ich erstmal Brot. Aus Eis machen freue ich mich auf jeden Fall auch. Ich meine, es macht super viel Spaß. Das ist auch das erste Ding, was ich morgen machen will. Fürs Brot muss ich jetzt hier erstmal Wasser einkippen und dann ordentlich verrühren. Okay, das sieht schon mal cool aus. Sieht aber auch ein bisschen eklig aus, ehrlich gesagt. Meint, diese Brot vom Teddy kann schmecken? Hoffentlich. Es ist voll komisch, dass wir beim Teddy so Rufkuchen gefunden haben. Aber auch immer noch richtig cool. Jetzt fehlen nur noch die Eier. Und dann kann man schon den Kuchen machen. Ich finde es voll cool, weil den Kuchen kann man auch noch bunt einfärben. Jetzt erstmal umrühren. Ich
habe mir recht viele Gedanken gemacht, wie ich jetzt hier den Teig unterbringen will. Es wird ein bisschen komisch aussehen, aber schmecken wird es trotzdem. Wie gesagt, hoffentlich versaue ich es jetzt nicht. Ich gehe stark davon aus, dass unten der Kuchen ganz gelb sein wird, auch so in der Mitte ganz grün und dann oben ganz pink. Nicht ganz genau, wie es eigentlich sein sollte, aber egal. Während Kuchenbrot im Ofen ist, mache ich jetzt noch ein bisschen Sport. Hello, ich bin's wieder. Also ich habe immer Sport gemacht. Ich bin dann nochmal in die Dusche gehüpft, habe mich jetzt ganz bequem angezogen. Und ich würde sagen, ich denke, der Kuchen ist jetzt fertig. Hoffentlich. Und wir gucken mal nach. Gute Nacht, Zimmer. Und los geht's. Papa? Ja? Was machst du? Nix. Warum schneidest du das Brot? What? Brot ist zum Essen. Aber Brot ist zum Essen. What? Da. Schmeckt wenigstens. Ja, cool. Wenigstens. Okay, dann muss ich halt die Arbeit machen und schon mal den Kuchen vorprobieren. Oh ja. Wenigstens ist der Kuchen gut, kann man schon mal sagen. Ich schneide jetzt aber hier rein, okay? Hoffentlich sieht es hier jetzt halbmäßig okay aus. Das habe ich eigentlich noch gekauft, um zu dekorieren, aber das mache ich erst morgen. Und übrigens hier Beweis, dass es vom Teddy ist. Steht auch noch drauf. Farben mixen hat hier überhaupt gar nicht geklappt. Sieht eher braun aus, aber es wird trotzdem bestimmt richtig gut schmecken. Bevor ich jetzt esse, sage ich euch erstmal gute Nacht und wir sehen uns dann morgen. So Leute, ich bin jetzt wach. Mein Bett habe ich immer noch nicht gemacht, aber das ist schon okay. Ist ja nicht Teil von der Challenge. So, also ich bin schon voll gespannt. Heute ist ja mein Teddy-Tag. Und ich würde sagen, das erste Ding, was ich machen will, ist Zähne putzen. Ich habe schon hier passend zwei Zahnbürsten. Ich war voll überrascht, dass ich die im Teddy gefunden habe. Ich meine, normalerweise gibt es so Sachen nicht im Teddy, aber wenigstens haben wir es. Ich denke, hier müsst ihr jetzt nicht zugucken, wie ich auf meine Zähne bürste. Das kennt ihr doch schon. Zähne geputzt und jetzt gehe ich mich umziehen. Ich habe mir schon für gestern die Sachen hingelegt. Das könnte ich euch empfehlen, weil da müsst ihr am nächsten Tag nie wirklich nachdenken, was ihr anzieht. Übrigens, ich habe total vergessen, euch zu sagen. Ich habe es gestern vergessen, dass ich heute einen Ferientag habe. Also, ich konnte lange ausschlafen. Yay! Also, ich würde sagen, dann ziehe ich mich jetzt erstmal um. Und umgezogen. Okay, da war das Licht sehr komisch. Jetzt muss ich erstmal Haare kämmen, weil normalerweise flechte ich die immer nachts. Das habe ich diesmal vergessen. Passend habe ich noch eine Bürste gefunden und noch so eine Kette. Ich war überrascht, dass es sie überhaupt beim Teddy gibt, weil die so schön ist. So gut, jetzt muss ich nur irgendwo die Kamera einstellen. Ich glaube, wie normal müsst ihr mir nicht zugucken, wie ich meine Haare kämme, weil habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Na, ich eine gute Transition, aber so gehe ich jetzt einfach so. Haare gekämmt, jetzt suche ich mir nur noch meinen Schmuck raus. Die Kette weiß ich ja schon, nur ich weiß nicht, welche Ohrringe. Ich habe mir jetzt diese ausgesucht. So, also Kette ist jetzt an, könnt ihr vielleicht nicht so gut sehen, aber sie ist an. Und ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich schon nach unten gehen. Gut, jetzt muss ich erstmal frühstücken. Mal schauen, was finden wir denn hier? Teller, den müssen wir dann vielleicht erstmal waschen, aber den können wir benutzen. Das Nu-Teller. Und dann vielleicht diese Milch? Ja, warum denn nicht? Ich würde sagen, das mit Teller mache ich dann einfach auf mein Proteinbrot. Das wird also sehr interessant schmecken. Ich denke, süßes und Proteinbrot. Finde ich gut zusammen schmecken, aber dafür habe ich dann was im Bauch. Teller ist gewaschen, aber ich habe immer eine Frage für euch. Denkt ihr, 2 Euro ist günstig oder teuer für so einen Teller? Bin mir nicht ganz sicher. Original? Eher gesagt, vorhin wollte ich noch diesen kleinen Becherchen benutzen, weil ich dachte, der sieht richtig cool aus. Aber sogar nach der Spülmaschine konnte ich immer noch nicht diesen Sticker abkriegen. Was ja natürlich super clever ist. Also kann ich das jetzt auch nicht mehr benutzen. Also wenn ihr diesen Becher bei Teddy seht, nehmt ihn auf jeden Fall nicht mit. Sonst habt ihr auch so einen beklebten Becher. Zum Glück habe ich mir noch dieses Glas mitgenommen. Aber jetzt schmier ich erstmal mein Nutella-Proteinbrot. Habe ich hier schon 2 Stücke abgeschnitten. So. Willst du wirklich 2 Stücke essen, Amy? Ja, ich schmier nur eins probieren. Ich schmier ja hier dann und dann so, wie ein normales Stück Brot. Und wie machst du dir ein Sandwich draus? Ja. Wie ist ihr eigentlich euer Brot? Ist das so Sandwich-Style oder einfach 2 Stücke? Und jetzt wird es super satisfying. Ich liebe es immer, wenn man ein neues Nutella-Glas hat. Man kann einfach... Oh. Die Konsistenz ist sehr wie Bananenbrot. Wird jetzt ein bisschen schwer zu schmieren. Oh nein, das sind Krümelchen. Ich hasse es immer, wenn Krümelchen in die Nutella-Dose kommen. Das finde ich immer so doof. Auch noch, wenn jeder diese eine Dose Nutella benutzt. Und da ist irgendwie, keine Ahnung, Krümel von Butter. Krümel von Butter. Krümel von Brot und dann mit Butter vermischt. Alles ganz doof, finde ich dann immer. Ich glaube, du musst erstmal Platz machen. Hier liegt noch alles voller Zeug. Ich fand diese Pizza voll cool.
Die habe ich vorher mal in Videos gesehen. Die gibt es irgendwo in XXL-Form. So, gut. Jetzt probieren wir mein Nutella-Proteinbrot. Was sehr interessant schon mal aussieht. Man kann ja nicht mal sehen, dass da überhaupt Nutella drin ist. Riecht interessant. Riecht irgendwie nach Erdnussbutter für irgendeinen Grund. Du weißt aber, es ist nicht giftig, weil der Papa es gestern für dich probiert hat. Das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Soll der batzen? Danach bist du so satt, du brauchst wahrscheinlich nie wieder was essen. Da haben wir nicht Nutella dran. Brot schmeckt. Brauchst du zum Runterspülen ein bisschen Wasser? Ja, ich habe noch nicht mal das Nutella probiert und war schon schlecht. Die geht so, dass das erst ich später vielleicht. Vielleicht fertig. Jetzt probiere ich halt meine Kaba. Da. So, ein mit dir. So, hoffentlich speckst du jetzt. Nicht warm. Ich persönlich mag nur so Kaba, wenn die erstmal ein bisschen kühl wurde. Die ist jetzt noch so richtig warm. Vielleicht wäre es clever gewesen, den in den Kühlschrank zu stellen, aber ich mag jetzt voll komisch. Super, jetzt habe ich hier ein bisschen Wasser, komisches Brot mit Nutella und dann hier warme Kaba. Ich esse jetzt hier erstmal fertig. Ihr müsst mir nicht beim Würgen zugucken und ich melde mich dann wieder. Ich habe es geschafft, fertig zu essen. Ich würde sagen, ich mache mir noch ein bisschen Eis. Es ist überraschenderweise richtig warm draußen. Letztens war es voll kalt. Also, ich meine, ich habe ja hier diesen Eistee noch so Chupa Chups. Ich denke, das würde richtig gut schmecken. Also, ich habe ja wie gesagt diese Eisform gefunden. Die ist eigentlich voll süß. Ich hasse es nur so doll. Es ist jetzt so ein kleiner Pet Peeve, dass es nur zwei rote gibt. Ne, das ist einfach nur blau. Das sieht irgendwie so doof aus. Und ich hatte ja gedacht, heute ist Schule. Also habe ich mir so eine Brotdose gekauft. Dann habe ich gesehen, es ist ein Premium Organizer. Also organize ich jetzt erstmal meine Snacks. Weil wenn wir in die Stadt waren, das habe ich übrigens geplant, kann ich mir ja nichts kaufen, außer wenn da noch ein Teddy ist. Oh, oh, okay. Mehrere Lagen. Das ist ja cool. Dann mache ich hier die Nüsse rein. So, gut. Hier dann jetzt den Party-Mix. Bevor du deine Scherben wieder draufschmeißt. Oh nein. Hast du es vermischt? Oh mein Gott. Und was, wenn es jetzt giftig ist? Weiß es nicht. So. Da war noch perfekt Platz für so einen Koni-Riegel. Wenn du erstmal schaffst, so zu machen. Und dann kein Hunger. Ich habe jetzt entschieden, nur den Eistee benutzen. Und er ist übrigens nicht rosa. Da war ich eigentlich voll überrascht, weil Bubblegum ist ja normalerweise so pink. Aber egal, es wird trotzdem gut schmecken. Jetzt muss ich nur noch meine Tasche packen und dann können wir, denke ich, schon los. Das kommt jetzt ab in den Gefrierschrank. Ich versuche hier ein schönes Pattern zu machen. Okay, Pattern hat nicht geklappt. Sieht jetzt nur ein bisschen komisch aus. Ich habe mir jetzt nochmal eine Tasche ausgesucht, und zwar diese weiße. Die passt auf jeden Fall zu meinem Outfit. Da habe ich jetzt nochmal hier eine Brille reingelegt und mein Handy, Snackbox. Für die Snackbox habe ich keine Tasche gefunden, die dafür groß genug ist. Glaub mir, ich habe nachgeguckt. Und ich wollte euch nochmal mein Outfit zeigen. Ich habe mir mal diese Jacke angezogen. Ich liebe die einfach so doll. Die habe ich letztens so oft an. Ich habe mir mal diese Schuhe original. Also eher gesagt, wollte ich erst meine Nikes anziehen. Aber die konnte man nicht sehen. Deswegen habe ich einfach diese gelben benutzt. Ich habe hier schon mal angefangen zu snacken. Hier diese kleinen Brezeldinger sind voll hart. Mir ist gerade eingefallen, ich bin so froh, dass es beim Teddy keine Klamotten gibt. Ich will gar nicht mal wissen, wie ich da rumlaufen müsste. Ich kann schon glauben, wie viel Hunger ich jetzt schon habe. Ich habe hier schon alte Snacks gegessen. Ma, hier drüben ist all meine Nüsse. Bitte. Und ich esse jetzt nochmal meinen Korni-Riegel. Ich denke, bevor wir da überhaupt da sind, habe ich schon alles gegessen. Den Korni-Riegel kann ich mal gar nicht empfehlen. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ich finde das ein bisschen viel zu süß. Erst waren wir beim Nanunana und dann habe ich bemerkt, ich kann hier ja gar nichts kaufen. Das ist doch kein Teddy. Und die hatten auch noch so, so schöne Kerzen. Die hätte ich so gerne. Dann waren wir noch beim Thalia und da habe ich auch noch mein Backbuch gefunden. Das ist jedes Mal einfach so cool. Ich konnte auch nichts beim GameStop kaufen, obwohl die da Gengar haben. Und bei H&M habe ich nur mit den Augen geguckt. Nur mit den Augen, nicht mit den Händen. Dann hatte ich Durst. Dann habe ich bemerkt, ich muss erst mal zum Teddy gehen. Zum Glück hatten die einen. Da habe ich auch was zum Trinken gefunden. Jetzt sitze ich hier ohne McDonald's. Du hast doch hier noch einen Snackbox. Nüsse habe ich noch. Nüsse hast du noch? Ich habe nicht alle Nüsse von gegessen und ein angeschnittenes Korma. Nicht Korma, Korni-Riegel. Korma wäre noch schön. Super, also ich kann jetzt hier... Chicken Nuggets. Und du hast sie doch hier von Teddy vorhin, als du Durst hattest. Jetzt habe ich noch eine Capri-Sonne und ein bisschen Wasser. Ein paar Nüsse und ein angeschnittenes Korni-Riegel. Wow. Lecker Pommes. Nach meinen Chicken Nuggets und meinen Pommes habe ich jetzt noch einen leckeren Kaffee.
Denn ich wusste schon, warum ich bei dem Sweetie Day nicht mitmache. Wir sind wieder zurück und wer hätte es gedacht, ein paar Nüsse und eine Kalbkühlsonne, da werde ich nicht satt. Also, ich habe mich immer geguckt, was ich essen könnte. Ich brauchte unbedingt was Gesundes. Und dieses Quetschi war das einzige Gesunde, was da noch gab. Und diese Happy Crispy Cups, die hatte ich auch schon mal gekauft. Die waren richtig lecker, also esse ich das jetzt hier. Und ich habe nochmal die Wasser gefunden im anderen Tee. Das gebe ich jetzt einfach hier in mein Glas rein. Und da habe ich noch wieder so coolen Strohhalme gefunden. Das war früher immer so mein Ding, als ich so ganz klein war. Und ich dachte, daraus kann ich einfach mein Wasser trinken. Ich habe noch diese Organizer gefunden. Ich dachte, ich könnte einfach ein paar Sachen reinmachen. Ich dachte, die waren prinzipiell schön. Nochmal so ein Kauen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob dieser Lutscher sicher ist. Das sieht sehr gefährlich aus. Also, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt essen will. Ich habe dann hier noch so einen Mandala und ein bisschen Slime. Also damit spiele ich dann halt nochmal. Nur es gab keine Stifte, deswegen nehme ich meine Stifte von da hinten. Und jetzt versuche ich hier irgendwie das so schön zu machen. Also, gut, ich brauche erstmal Hilfe, das Ding jetzt aufzumachen. Könntest du mir den Stein aufmachen? Ja, klar. Wenn man weiß, wo, geht es super einfach. Bitteschön. Geschafft. Ich habe es jetzt hier alles schön hingelegt. Übrigens, da drüben sind die Stifte, die ich dann benutzen werde. Und ich würde sagen, ich male jetzt einfach ein bisschen. Ich bin jetzt fertig. Ich finde die Idee von einem Mandala immer so cool. Aber am Ende male ich nur so ein bisschen aus und dann dudel ich überall hin. Ganz oft in so einer KL-Klassenlehrerstunde besprechen wir so ein bisschen. Da bekommen wir Mandala. Ich male normalerweise auf der Rückseite. Aber ich hatte keine Lust, auf der Rückseite zu malen. Also ja, ich habe dann hier einfach rumgedudelt. Ich habe dann hier nochmal meinen Schleim in eine andere Dose gemacht, weil... Hat er halt Lust drauf. Und, oh mein Gott. Okay, das ignorieren wir mal, dass das jemals passiert ist. Jetzt probieren wir nochmal mein Eis. Das ist jetzt hier. Ich weiß noch, das war so ein Bubblegum-Eis-Tee. Also, ehrlich gesagt, es schmeckt irgendwie nach Erdbeere. Es ist okay. Ich weiß nicht. Es ist so, ich könnte es bewerten, dann würde ich so 5 von 10 geben. Ich meine, es ist so ein Snack, den man manchmal essen kann, aber ich würde es jetzt nicht so freiwillig essen. Ich habe jetzt hier nochmal meine Schürze an. Die findet ihr übrigens in meinem Shop www.alselber.shop. Ihr wisst, was zu tun ist. Weil wir machen jetzt erstmal Abendessen. Ich habe diese 2 Gewürze im Chili gefunden. Ich weiß, überraschend. Gewürze im Chili, aber guck mal. Hier, Chili. Der steht hier auch noch. Chili. Also, machen wir jetzt erstmal hier nochmal Kartoffeln. Hoffentlich werde ich dann nicht sterben, weil ich zu viel Zucker runter hatte. Eigentlich ist das für mich auch doof, weil eigentlich mag ich keine Ofenkartoffeln. Macht euch das auch immer so viel Spaß. Ich habe die ein bisschen zu groß geschnitten, deswegen halbiere ich die einfach nochmal. Und bevor in den Kommentaren rumschreibt so, Ava, du hast Tattoos, was hast du gemacht? Das sind keine permanente Tattoos, die halten nur für 2 Wochen. Also keine Sorge. Dann haben wir sie Öl. Jetzt 2 Teelöffel von dem Gewürz. Das war das Pommes-Salz. Ich habe ein bisschen zu viel gemacht, aber das geht schon. So sehen jetzt meine Kartoffeln aus. Die kommen jetzt hier in den Ofen. Jetzt erzähle ich noch den Kuchen, den hätte ich fast vergessen. Und dann machen wir Sport. Ihn ist da, futtert schon wieder irgendwas und feuert die Eva an. Moa, moa, moa. Okay. Das war anstrengend. Wir haben noch diese Späßchen gefunden. Die gab es auch von Trilli. Die stecken wir auch nochmal rein. Wir machen sehr Valentin. Thema, sogar wenn es gerade bei mir März ist. Hier sind unsere Stäbchen. Ich wollte mal was reinschreiben, aber ich denke, das wäre schwer und wir hätten auch nicht genug. Die sehen aus wie ein Käsestecher-Igelkuchen. Was ist, wenn ich die ganz nach unten schiebe? Ja, mach mal. So gefällt mir das sehr gut. Gute Idee. Und das sieht wirklich gut aus. So haben wir die Käsestecherchen gerettet. So, ich bin jetzt mit Sport fertig, habe jetzt auch einen Bärenhunger. Und hier ist mein Essen. Du siehst immer so begeistert aus, wenn du Ofenkartoffeln isst. Wir haben total vergessen, hier dabei zu spielen. Ich habe jetzt gegessen und jetzt schütze ich nochmal unter die Dusche. Adios. Ich bin geduscht, habe jetzt schon wieder Hunger. Und dann steckt jetzt erstmal unseren Kuchen zu essen. Ich habe dann nochmal geplant, den mit meinen Freundinnen morgen zu essen, weil wir treffen uns dann nochmal. Also anstatt machen wir einfach Popcorn und einen kleinen Filmabend. Zum Glück habe ich noch Popcorn gefunden, habe es noch hier abgeschüttet und ich liebe einfach dieses Glas so doll. Es ist einfach so cool. Ich werde es sogar benutzen, wenn der Tag vorbei ist. Und ich habe nur noch das hier gefunden, das ist eigentlich voll alt. Ich wollte schon immer mal ausprobieren, nur ich mache jetzt nicht sehr oft Popcorn, das halt nicht vom Teddy, aber ich werde es halt trotzdem benutzen. Aber verratet es keine. Das ist voll cool. Das habe ich von irgendeiner amerikanischen Seite gefunden.
Okay, das geben wir jetzt einfach hier hin. Ich würde sagen, das ist genug. Hier steht, dass wir es noch schütteln müssen. Ich gucke jetzt mal für immer meine Mama und Papa. Ich habe nochmal einen Fuchs mitgenommen am Teddy, weil ich dachte, er war halt süß. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao!